So, Servus, legen wir gleich los. Ich habe mir heute vorgenommen, mit der FK9 zu fliegen. Bin ich schon lange nicht mit dem geflogen, schon ewig in meinem Hangar. Ich hoffe auch, dass die Kameraeinstellungen so sind, wie es gern hätte. Ich bin in Florida. Mal da eine Runde drehe. Und dann wird man sehen, was der Flug noch bringen wird. Sehr schöner Strand. Der Strand hat aber einen ganz, ganz großen Nachteil. Wenn man da Sonnenuntergang genießen möchte, dann hat man die Sonne im Rücken. Kommt also nicht vom Meer her, sondern von hinten dann. Ja. Aber sonst dürfte das eine schöne Gegend sein, ja? World Golf Village. Also, ein Golfplatz mit mir. Oder Golf Village, kein Golfplatz, das ist Golf Village. Mit meinem eigenen Flugplatz. Ich glaube, ich starte ab hier. Gucke. Gras 2000 Fuß. Das müsste reichen. Ist ein bisschen knapp. Die Motorisierung von der FK9 ist jetzt. Ich glaube, da ist nur der 80 PS Motor verbaut, nicht der 100 PS Motor. Ich teste es einfach. Mehr als Versuche. Oder mehr als Schiefgehe, kannst du jetzt, so muss ich sagen. Aber die Gegend ist doch irgendwie. Ich glaube, dass da mein Gehalt nicht ausreicht, um hier ein Häuschen zu kaufen. Ja. Da wird man bloß neidisch wahrscheinlich, wenn ich da drüber fliege. Die ganze Gegend hier. Dann gucken wir uns die Gegend einfach mal an. World Golf Village. Muss mir morgen, falls ich meine Rente gehe und zu viel Geld übrig habe. Also, man darf ja träumen, ja. Starten wir mal. Kann mir jemand sagen, warum es hier dunkel ist? Normalerweise müsste da jetzt noch hell sein. Ja, das stimmt, was nicht der UTC. Nee, das stimmt nicht. Da hat sich wieder was verschoben. So. Man hört es wieder im Hintergrund. Die Anschlaggeräusche, das heißt, FS realistisch eingeschaltet. Ja. Aktuelle Uhrzeit. Ja, genau so sieht es aus. Dann, ich guck mal geschwind, wie die Kameras sind. Eins, zwei. Merkwürdig. Okay. Okay, die gefallen mir jetzt. Also ich muss da was ändern, der Kameraeinstellungen. Und dann mache ich jetzt schon Pose, halt immer schön Höhekalibrierer und Kreiselkompass, falls vorhanden. Und dann tue ich mich schön um die Kameraeinstellungen kümmern. Und so lange mache ich hier Aufnahmepause. So, da wäre wieder. Kameraeinstellungen sind gemacht. Was mir auch gefällt an dem Flugzeug ist das hier. Checklist für den Co-Pilot. Don't touch anything, keep your mouth shut. Sehr gut. So, Headtracking wieder einschalten. Zu der Kameraansicht, ich habe jetzt das hier beibehalten. Und das hier ist jetzt für das Tablet. Für die untere Sache. Und die Ausrechnung auch behalten.
Und die andere, die hier. Ja. Die sind auch noch so, wie sie waren. Was ich nicht ganz kapiere, ist, was das hier zum Sagen hat. Man, das sieht so aus, wie wenn die, wie man Pipi machen muss. Vielleicht ist das die Pose-Einstellung, dass dann der Pose-Modus angeht. Weiß ich nicht. Das, der Bestärke, dass sich dann vielleicht der Co-Pilot einblendet, was nicht passiert. Aber das sieht mir so aus, wie wenn jemand aufs Klo muss. Und mal sehen, ob das dann Pose aktiviert wird. Dann starten wir mal. Was ein bisschen fast untergeht, ist hier, das ist die Parkbremse. Die funktioniert. Dann das Shut-Off. Funktioniert nicht mit dem Honeycomb. Mal gucken. Muss man von Hand machen. Dann Batterie. Das funktioniert. Generator. Gibt es hier keinen? Wahrscheinlich automatische Zugschalter. Avionik. Das funktioniert. Magnetos. Funktioniert. Die Handbremse war gesetzt. Anti-Eis. Ich sehe jetzt kein Knopf für Pitot-Heat. Aber im Honeycomb geht das Licht aus, wenn ich das Pitot-Heat einschalte. Also muss irgendwas hinterlegt sein. So, dann ein bisschen Gas geben. Es gibt keine Propeller und kein Gemischregler. Okay. Und starten der Motor. Hoppla. Jetzt ist die Parkbremse wieder gesetzt. Der läuft. Ah! Haha! Da habe ich beim letzten Video einen lauten Motor gehabt und habe das dann bei den Sounds auf Kopfhörer geschaltet. Und das mache ich jetzt natürlich wieder aus. Der Motor durfte nicht so laut sein. Ja. Also, ich nehme meine Stimme hört man gut. Hier gehen wir gleich mal auf. Ne, das braucht nicht. Auf das hier. Okay, dann muss ich nicht immer oben die Karte einblenden, das ist auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt das Garmin ausschalte, dann könnte man es eventuell auch so machen. Ne, ne, ne. Das gefällt mir nicht, wie man hat so unter die Map. Okay. Was bei den Kommentaren gelesen habe, ist, dass der Sound von der Treibstoffpumpe komisch sein soll. Ist komisch. Das lassen wir so. Okay, Lichter haben wir. Landelichter, Beacon und NAV. Mal gucken, ob das funktioniert. Beacon funktioniert, NAV funktioniert und Landelichter. Okay. Okay. Neigungstrimmung, Bremse. Bremse? Ah, da stand auch irgendwas dran, dass die Bremse nicht richtig funktioniert. Es kann sein, dass die immer wieder. Ja, ich glaube, das war das Flugzeug. Wenn man da bremst, dann kann das sein, dass der jedes Mal die Feststellbremse mitgeht. Also, wenn man jetzt beim Rollwerk bremst und das Flugzeug kommt zum Stillstand, dann ist auf einen Schlag die Feststellbremse wieder gesetzt. Man muss sie erst wieder lösen, bevor man weiterrollen kann. Ich glaube, da war irgendwas. Das teste ich natürlich gleich. So. Nein, das war die falsche Taste. Jetzt. Direkter Abflug. St. Augustine Brown Martin Romeo Juliet 66 with Yankee request taxi for takeoff departing straight out. Martin Romeo Juliet 66 taxi to an all short of runway 31 using taxiway Foxtrot Echo cross runway 20 cross runway 24 Alpha Juliet. Contact tower on 127.625 when ready.
Taxi to and hold short runway 31 using taxiway Foxtrot Echo Cross runway 20 cross runway 24 Alpha Juliet Martin Romeo Juliet 66. Ich mal die Bremse jetzt mal, wenn es Faderrolle möchte. Jetzt geht's komisch. Halt, Moment. Dann nehme ich eine Abkürzung. Oder mal gucken. Ah, jetzt geht's weiter. Ja, stimmt. Also wenn man bremst, dann rollt es plötzlich nicht mehr vorwärts. Und dann muss man geschwind die Feststellbremse rein und wieder raus und dann geht's. Da war was. Ich habe keine Differentialbremse. Ich kann also nicht mit der rechten Bremse das Flugzeug lenken oder mit der linken. Ja, es geht nur beide zusammen. Wenn man beide drückt. Okay. Also keine Differentialbremse. Flaps Indicator, gibt's das auch? Nee, das ist eine mechanische Landeklappe. Ja. Eine Stufe, zwei Stufe. Okay, zwei Stufe. Das stimmt auch was nicht. Moment. Da stimmt noch was nicht. Und zwar Flapstufe 1. Hier steht immer noch 0% Flaps. Flapstufe 2. Jetzt bin ich auf 35. Flapstufe 1 ist immer noch. Gucken wir mal schon draus, was da passiert. Also auf meinem Tablet, da wird die Flapstufe 1 angezeigt, hier nicht. Also sie laut Tablet hat sie eine Funktion. Seidewind von rechts. Hä? Ah, ja, von links, klar. Ah, die Bremse sind sehr schwer. Also wenn die Bremse, das braucht Ewigkeit, bis das Flugzeug zum Stillstand kommt. Das ist noch nicht meine Landebahn. Ich muss auf Landebahn Nummer... Landebahn... 31, das können wir schon hier oben einstellen, wie immer. Also 31. Immer oben. So. Also wie gesagt, wenn man mit der Pedale bremst,
und das Flugzeug kommt zum Stillstand, dann muss man geschwind die Feststellbremse aktivieren und wieder lösen, damit das Flugzeug wieder rollen kann. So. Und das hier muss ich überqueren. Ja. Aber der Wind, der macht dem Flieger zu schaffen. Ich muss ganz gewaltig ins Pedal treten, damit ich geradeaus roll. So, das ist jetzt die Landebahn, Startbahn 31. Okay, dann machen wir die Landelichter an. Und Tower. Startfreigabe. St. Augustine Tower, Martin Romeo Juliet 66 ready for straight out departure at runway 31. Martin Romeo Juliet 66, wind 037 at 6. Departing straight out approved. Cleared for takeoff runway 31. Cleared for takeoff runway 31, Martin Romeo Juliet 66. Also ich brauche jetzt da nicht nach rechts ausholen. Die Landebahn ist lang genug. Ich mache gleich eine Rolle in der Start, ist alles soweit konfiguriert. Na, ich habe Seidewind. Aber das ist machbar. Es ist handelbar. Ist weg hier. Drehzahl. Obwohl, die Motoren sind ja auf Volllast ausgelegt. Piper 16, X-Ray Wind 037 at 6. Clear to land runway 31. Was bei dem auffällt, wir haben sehr, sehr weiter gelber Bereich, in dem man einfach keine ruckartige Bewegung machen darf. Und bei Windböen sollte man in dem Bereich auch nicht fliegen. Ja. Das ist Meter pro Sekunde. 5 Meter pro Sekunde sind ungefähr 1000 Fuß in der Minute. Ja, windanfällig ist auch. So, dann gehen wir mal zu der Siedlung rüber. Beechcraft 7, Uniform Papa, follow the Piper on final. Wind 037 at 6. Clear to land runway 31. Clear to land runway 31, Beechcraft 7, Uniform Papa. Also wenn ihr das richtig noch auf der Weltkarte gesehen habt, dann müsst ihr hier in dem Bereich das schöne Wohngebiet sein. Ich glaube, das ist mal Atomkrieg zum Opfer gefallen, das Wohngebiet hier. Hoppla, wie fliege ich denn? Uiuiui. Das
jetzt sieht es hier nach Urwald aus wie nach schönem Wohngebiet. Bin zu schnell zum für Sightseeing. Ich bin im gelben Bereich, da darf man keine ruckartige Lenkbewegung mehr machen. Gehen wir ein bisschen zurück mit dem Schub. Halt, Flaps habe ich noch drin. Eieiei. Aber hier schwindig, hier ist schwindig. Ja, das sind Böe. Das bleibt nicht konstant, sondern 7, 8, die Richtung ändert sich ständig. So. Was heißt das von Gehube? Beechcraft 7, Uniform Papa, go around. Martin Romeo Juliet 66, leading my airspace frequency change approved. St. Augustine Tower, Martin Romeo Juliet 66 frequency change. Also ich steig mal ein bisschen höher. Vielleicht sehen wir dann von weiter oben. Climb and maintain 3000 feet. Expect ILS runway tree 1 approach via Kobach transition. Clear to Kobach Beechcraft 7 Uniform Papa. Vielleicht sehen wir dann von weiter oben, wo die schöne Gegend sein soll. Komplett anders wie auf der Weltkarte. Ich glaube, dass ich in dem Bereich aus. Ja, das war ja hier. Der Wind, das himmlische Kind, hä? Ja, das sind Böe. Das sind Böe. Ja. Was war das gerade für komische Ding-Einstellungen von der Kamera? Gehen wir mal auf 2000 Fuß hoch. Also ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von der Gegend hier. Das sah so schön auf der Landkarte, auf der Weltkarte, und jetzt habe ich hier ein. Ich habe jetzt keine andere Karte nebenher laufen, dass ich gucken könnte, wo ich jetzt genau bin. Ja.
So, jetzt haben wir 2000 Fuß. Vielleicht gibt es hier so viele reiche Leute, die wollen einfach zu Microsoft sagen, hey, unser Haus kommt nicht in den Flugsimulator. Kann ja sein. Also ich mache mal ein anderes Wetter-Preset. Nein, das gefällt mir jetzt nicht. Machen wir das hier. So komische Häuser. Okay. Das ist schon eigenartige Landschaft, oder nicht? Was ist das da? Ja, schade. Ich habe mir jetzt von der Szenerie mehr erhofft. Also ich bin wieder ein bisschen im Sinken. Ein bisschen Geschwindigkeit runterdrimmen. Also das mit dem Trimmer und mit der Geschwindigkeit, das passt auch nicht ganz. Entweder ist das Flugzeug nicht so gemacht wie eine Cessna oder es ist schlecht umgesetzt. Ja. Also wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehe mit dem Schub, dann müsste eigentlich sich die Höhe ändern. Also der Variometer. Und dass sich die Geschwindigkeit ändert. Also ich trimme jetzt mal auf 160.
passt sich ungefähr an. Wenn ich jetzt Gas gebe, dann müsste ich eine Höhe gewinnen, ohne dass ich schneller war. Ich gebe ein bisschen mehr Gas. Na doch, stimmt sogar. Dann trimme ich jetzt mal auf 150. Das müsste langsam auf 150 und fährt zurückgehen. Stimmt irgendwas mit dem Trimmer nicht? Wenn wir mal gucken, was mein Tablet sagt. Doch, es geht. Also, wenn hier auf 2% getrimmt ist, dann bin ich ungefähr auf 150. Und dann. Okay. Das können wir wieder umschalten. Das wollte ja gar nicht, das wollte ja so. Also fliege ich extra in dem Bereich, falls ich jetzt irgendwelche scharfe Kurven machen will, dann nimmt mir das die Konstruktion vom Flugzeug nicht übel. Reiseflug wäre dann wahrscheinlich hier in dem Bereich. So, 180 wäre ungefähr Reiseflug, denke ich mal. Dass sie das ist gut macht, finde ich. Mit dem Rauch und so. Ja, aber die Bodentextur ist trotzdem nicht verbessertbarer. Einfach auf das Radar, auf das Satellitenbild draufgeknallt, ohne Änderungen am Boden. Okay. Dann fliegen wir ein bisschen schneller. Auf 180. Geschafft. Es gäbe gerade Vollgas. Hoppla. Ich gehe hier auf 4000 Umdrehungen vom Motor. Dann müssen wir es mal austrimmen.
Das müsste so ungefähr die Reise, also schätze ich mal, die Reisegeschwindigkeit sei 4000 Umdrehungen. Dann mit Horizontale. Strömung exakt auf Null. Das heißt, ich habe eine Reisegeschwindigkeit jetzt ungefähr. Ja gut, es steigt ja wieder. Ja, ist ein bisschen ungenau mit dem Drehmer, das ist jetzt nicht so. Prickelnd. Ja, dann gehen wir wieder rüber zum Flugplatz. Schade, die Textur und so. Ich bin enttäuscht. Schau nochmal an. Ich lande in dem anderen. Ich lande da. Wo ist denn der? Da ist er doch. Und das ist 28J. Gehen wir jetzt weg vom Gas. Bin ich gerade schön in den Sturzflug gegangen. 28J. Hoppla. Nehmen wir doch die 9er. Genau.
Position. 28 Juliet Traffic Martin Romeo Juliet 662 miles northeast 1800 feet inbound to land runway 9er. Fast Meereshöhe. Juliet traffic Martin Romeo Juliet 66 is on downwind runway 9er. Jetzt kommt es, ist es ideal mit dem da oben, dass da jetzt die Ausrichtung von der Landebahn eingeben habe, jetzt weiß ich genau, okay, das ist die richtige. Ja. Jetzt mache ich natürlich einen riesen Bogen für so ein Ultraleichtflugzeug, ja, das ist überhaupt nicht nötig, so weit auszuholen. Also wie gesagt, hier steht immer noch Flaps 0, obwohl ich hier Flapsstufe 1 habe. Und ich habe auch auf meinem Tablet steht dran 50% Flaps gestellt. So, komm, dann gehen wir jetzt in den Querenflug. 28 Juliet Traffic Martin Romeo Juliet 66 is on base runway 9er. Landelichter habe ich immer noch an, der habe ich gerade ausgeschaltet. Ich will durchchecken. Gibt es nicht viel zum Checken, ich habe keine. Jetzt so viel. Jetzt so viel zum Umstellen. Sinkflug leider. Juliet traffic Martin Romeo Juliet 66 is on final runway 9er to land. Hier sind die Starkstromleitungen, genau hier vor der Landebahn. Ja, da können dann die die Kampfjets können dann hier landen, so wie auf einem Flugzeugträger, und dann hängt sie um den Hagerei ausfahren und nehmen das als Bremshöfe. Ja. Hier innen drinnen die rote, denke ich wahrscheinlich, Knote. Ja, sind Knote.
Ich habe jetzt viermal weiß, ist aber okay. Ich habe vor, ein bisschen später aufzusetzen, damit ich nicht so viel vorrollen muss. Bisschen runter vom Gas. Und Full Flaps. Oh! Das war mir gerade ein bisschen zu extrem nach oben. Okay, das wirkt mir jetzt ein bisschen unrealistisch. Mit den Flaps. Also wie gesagt, ich tue weiter hinten landen. Da muss ich nicht so viel auf der Startbahn nach vorne rollen. Nice landing. Dankeschön. FS Realistik ist immer wieder witzig. Das Flugzeug ist so nieder, dass ich durch die Wölbungen von der Startbahn die Markierung gar nicht richtig sehe. Jetzt geht's links raus. Oder? Nee. Hier noch nicht. Das ist die andere Landebahn. Startbahn. Okay. Das ist ja auch eine Startbahn. Oder nicht? Moment, da können wir doch hier schon reinzoomen. Ne, das ist ein Taxiway. Juliet traffic Martin Romeo Juliet 66 is clear of the runway. Lande liegt aus. Aber das funktioniert, wenn es jetzt bergab geht, dann rollt er schneller. Das ist realistisch, ja. Jetzt kommt eine Verwerfung. Achtung. Oh. Hey, hier haben Flug... Da ist die Verwerfung gewesen. Ich habe das gerade gesehen bei dem LKW, ja. Aber so ein LKW habe ich noch nie gesehen. Beim Flugsimulator. Ich gehe da hin. Da ist mein Parkplatz. Hier. Das ist zwar für Autos gedacht und zum B- und Entladen. So. Okay, Feststellbremse. Und Cut off. Dann Avionik aus. Alle Lichter aus. Pitot Heat habe ich eingeschaltet gehabt, obwohl es da gar keins gibt. Und Batterie aus.
Okay, das war's dann. Schade, dass die Szenerie jetzt hier oder die Bearbeitung von dem ganzen Sachen nicht gemacht war. Das ist irgendwie. Hab mich so gefreut, da drüber zum Fliegen und gucke, wie die Leute da wohnen. Und dann sieht man nur einen Dschungel. Schade. Also, dann mache ich mich vom Acker. Bis zum nächsten Mal. Ciao.